Hallihallo, hier ist der Gusua. Gerade hat der Flo noch kurz angerufen, den habe ich kurz in eine Bildschirmübertragung reingeballert. Ja, ich will natürlich wieder ein bisschen was Loot bekommen und deswegen gucke ich mal, was hier der Kobi so rein. Ich guck mal, ich renne einfach mal durch, weil ich die ganzen Fallen auslösen möchte. Ho, es scheinen gar keine Fallen da zu sein. Wonderful! So. Ich hau jetzt einfach mal alle Riesen rein, vollkommen Banane. Mal gucken, was die Mauerbrecher machen. Die machen nämlich garantiert nicht das Richtige. Aber egal. Ziel ist es natürlich, schön gut dabei auszusehen und natürlich das ganze Dunkle zu bekommen. Ich hoffe, ich fail nicht zu arg, aber ich denke, das sollte eigentlich machbar sein. Bist du noch da, Flo? Ich glaube, ja, ich bin da, ich hatte mich nur gemutet. Achso, okay. Ich wollte jetzt nicht in deine Aufnahme reincrashen. Achso, nee, das ist schon vollkommen in Ordnung. Okay. Nee, aber es sieht doch gut aus. Ja, also das DLX war am Start. Jetzt ist es in meinem schönen Sack. Und das passt, also da bin ich natürlich zufrieden drüber, ganz klar. Und hier ist sogar noch ein bisschen Alex an der Seite für den Gusua. Und dann ist das ganz nett. Ich habe natürlich schön wieder alles im Push. Und ja, ich sag mal einfach, wenn man wirklich nur 2 Nachmittage Zeit hat, dann ist es natürlich immer ein bisschen besser, in der Zeit dann sogar zu pushen, dass man da wirklich ein bisschen was reißen kann. So, das sollte mir schon reichen. Was hast du mit mir vor überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ja, jetzt gehen die Ideen aus. Nee, ich glaube, das wird noch nicht passieren, glaube ich. Nee, dafür sind wir jung und wir brauchen natürlich auch das Geld, das ist ja ganz klar. Ja, ich meine, das ist natürlich immer Kommentar Nummer 1. Du machst es auch nur wegen des Geldes. Dir ist YouTube doch egal. Nein, natürlich. Aber das finde ich auch ziemlich geil, dass so eine Kommentare eigentlich noch gar nicht gekommen sind. Von wegen, ja, stimmt, geile Sau. Also das geht eigentlich. Also, aber ich denke auch, das liegt einfach an dieser ganz subtilen, nicht vorhandenen Werbung, die bei uns hier immer nicht im Kanal zu sehen ist. Also das ist einfach so eine Sache. Natürlich bekomme ich von Aldi keine Werbung und deswegen ist natürlich auch der Gedanke daran, dass da irgendwie was Geld im Spiel sein könnte, natürlich total anders. Nee. Klar. Ja. Nee, also ich denke, das sollte alles passen. Aber ja, also wir können ja ganz kurz ein bisschen ausschweifen. Wir können uns ja kurz nochmal unterhalten. Und zwar ist es wirklich auch so bin ich der Meinung, wirklich, also wenn man mit irgendwas Kohle verdient, also auch im Bereich Product Placement, habe ich doch absolut gar kein Problem, wenn ich jetzt sage, gut, okay, hey, ich verdiene damit auch was Geld, fertig, dann wird das gesagt und gut ist. Also ich muss das nicht irgendwie, wer weiß wie, geheim halten. Also das ist vollkommen in Ordnung. Also, und wie gesagt, sobald das soweit wäre, also ich habe schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt, könntest du machen. Ich habe mich auch nebenbei für jeden anderen, wir kommen jetzt mal zu Product Placement, ganz genau. Und zwar, ich muss mal gucken, wie ich das mache, aber ich hau euch den Link auf jeden Fall mal in die Beschreibung rein. Es geht nämlich darum, wenn ihr nämlich selber mit Product Placement anfangen möchtet über YouTube, gibt es dafür eine Plattform und die nennt sich Reach Hero. Wie gesagt, Link gibt es in der Videobeschreibung, das ist kein Thema. Und zwar ist es so, wenn ihr für einen bestimmten Channel, da werben halt andere Unternehmen für euch, beziehungsweise für sich, und ihr könnt für die werben und dann kriegt ihr halt eben auch Money. Und das nennt sich Product Placement. Und da dürft ihr euch gerne mal registrieren, wenn ihr halt YouTuber seid und eventuell da ein bisschen Money mit Product Placement machen möchtet. Das ist doch mal was. Das ist doch einfach mal ganz cool. Hast du darüber auch schon mal nachgedacht? Also beziehungsweise hast du dich mal gefragt oder hast du mal irgendwo was gestartet? Also ich habe von der Seite schon gehört, von dem Hero-Dings. Aber ich habe mich damit noch nicht so arg befasst. Und was anderes? Also hast du mal gesagt, zum Beispiel Raubtierbrause könnte mich mal Product Placementen oder sowas? Also ich habe da noch bisher gar keine Gedanken zu gemacht.
Okay. Weiß er Würde echt nicht. das für dich in Frage kommen oder würdest du sagen, oh nee, das ist gar nicht meine Sache halt? Ich weiß nicht, also einerseits finde ich es gut, andererseits, das ist ja so ein, du wirst dafür bezahlt und eigentlich hast du dann schon die Vorgabe, eine gute Meinung von dem Produkt zu haben, Nee, bin oder? ich nicht, bin ich absolut gar nicht der Meinung. Das Okay. gibt's natürlich auch, klar. Du kannst halt sagen, ey, pass auf, so und so und so. Aber dann gibt's auch wirklich nur dieses reine. Ich sage jetzt, halte bitte mal dein Handy in die Kamera, und darüber sprichst du jetzt. Und egal, was du darüber sprichst, aber es muss dieses Handy zu sehen sein, in Anführungsstrichen. Dann sieht halt der Zuschauer, oh cool, das ist so in Anführungsstrichen so unterschwellig. Ja, das habe ich schon mal gesehen, das hat der Guzo mal hochgehalten, hat mir gefallen oder eben nicht. Und da kann ich dann, sage ich jetzt mal, sagen, gut, okay. Oder ich kann halt wirklich einer sein, der sagt, gut, okay, ihr bietet mir, das wird garantiert dann natürlich besser bezahlt, ganz klar, logisch, aber ihr bietet mir halt, wenn ich hier mein iPhone hier sage und das ist das aller super tollste Ding, dann garantiert, bloß ich bin wirklich der Meinung, das ist eine Sache für eine kurze Nummer, sage ich mal, um wirklich kurzfristig Geld zu machen, aber Fakt ist, ich bin wirklich der Meinung, damit machst du effektiv deine Glaubwürdigkeit dann irgendwo hinüber. Das ist ganz klar. Da kannst du dann auch fünfmal sagen, ich werde dafür bezahlt, ja, und ich bin dann halt eine Werbehure. Also hört sich jetzt ganz böse an, aber es ist ja nun mal so. Ja, schon. Und das sind zwei wirklich unterschiedliche Sachen. Also einmal dafür bezahlt zu werden, um das wirklich da drin zu verwenden. Und dann halt zu sagen, gut, okay, ja, ist toll. Wenn es deine Meinung ist, ist das auch vollkommen legitim. Oder eben wirklich, dass du sagst, gut, okay, ich werde dafür bezahlt, dass ich euch gut finde. Fertig aus. Und das ist eine Sache, also so, ich sag's jetzt mal ganz doof. So doofe Abonnenten, glaube ich, hat man nicht. Das kriegt jeder irgendwo raus. Wenn ich Ja, jetzt auf das jeden stimmt Fall, auch wieder. ich sag die ganze Zeit immer, oh cool, ich habe hier so ein iPhone, das ist cool. Und dann auf einmal sage ich, nee, iPhone ist schlecht und guckt mal hier, klickt mal auf den Button, da gibt es irgendwelche Android-Handys. Das passt irgendwo nicht. Ja, Und nee, wie das gesagt, passt nicht. jetzt die nächste Frage natürlich die an die YouTuber, beziehungsweise einfach mal die YouTube-Nutzer, die uns zuschauen. Was sagt ihr dazu? Also sagt ihr Product Placement ja, okay, bis zu welcher Sache? Also wie gesagt, sobald das irgendwie, es geht ja, Le Floyd verwendet ja immer dieses Thema, beziehungsweise dieses tolle Wort Authentizität. Und ja, wenn du irgendwie nicht mehr authentisch bist, was ja meiner Meinung nach ganz schnell passieren kann, ja, dann ist doch so, das ist doch dann irgendwo wirklich, ja, weg. Dann braucht er mich nicht mehr gucken, weil ihr ganz genau wisst, hey, ich lüge euch für Geld die Hucke voll. Das Na, stimmt, ja. herzlichen Dank. Ja. Dann, ja. Ja, dann weiß ich nicht. Dann kann man auch gleich aufhören mit YouTube. Das stimmt. Irgendwo. Also jetzt gucke ich mal, aber ich suche immer noch diesen Loot-Bonus hier. Aber hier gibt es irgendwie gar nichts. Ich wollte. Oh, ho, Nice. ho. Ja, ziemlich cool. Ich glaube, ich nehme sogar noch einen. So, Flo, ich würde mal sagen, von hier rein. Würde ich auch, weil da ist der Mangelturm im Ausbau. Jo. Ab hinein und erster sein, wa? Ich lasse es mal noch ein bisschen mit dem Heilzauber, den lasse ich noch. Den werde ich noch nicht raushauen. Und jetzt aber langsam mal hier die Mauerbrecher. Bitte nicht, ah, oh. Oh. Nein. Nein. Gibt's doch nicht. Aber hier, jetzt gucken wir mal, wo sie hingehen wollen. Ich denke mal, hier so in dem Bereich werden sie sich aufhalten. Ja, Und dann jeden sollten Fall. die da rein gehen und dann sollte das machbar sein hier. So, ich habe ja wie gesagt meine Queen noch. Ich hoffe, der hat keine Clan-Truppen. Ich gehe jetzt mit der Queen rein. So, jetzt gehen Ja, wir mit der bisher sieht Queen es ganz rein. gut aus. Ja, ich denke auch, das sollte passen. Er hat ein paar Skelettfallen. Das heißt natürlich auch, er könnte doch noch etwas aktiv sein. Wäre natürlich nicht so schön. Sind halt die Oh, ich Magiertürme muss mal, das ich guck mal Problem. gerade meine Queen an. Die macht hier gerade einen Oh. richtig auf. Ich gehe kaputt. So, und jetzt langsam mal hier richtig reinballern, dass ich hier wirklich den Loot-Delfin auf meiner. Ja, jetzt fange ich schon wieder mit dem Loot-Delfin an. Es tut mir leid. Ja, aber da sieht man mal, wie Donjon in meinem Gehirn drin ist, ja? Ja. Es geht echt schnell. Ihr seid ganz, ganz schnell in Guzuas Gehirn drin.
Ihr kommt da auch nicht so schnell wieder raus. Da könnt ihr tun, was ihr wollt. Aber das ist echt enorm. Also was einem teilweise für, ja, für Rotz irgendwie im Kopf umherrscht wird, wo du denkst, oh Mann, warum merkt man sich sowas? Warum, ja, verbraucht mein Gehirn mit sowas Speicherkapazität? Kriege ich hier noch zwei? Ach nee, das dauert mir zu lange hier. Aber guck mal hier, also ich sag mal, das war in Ist Ordnung. schon Das okay, ja, ist doch. ganz okay. Wichtig ist halt wirklich, dass ich, das muss man halt wirklich immer auch sagen, ich bin jetzt wirklich nur Gold 3, das heißt also wirklich, die Angreifer, die ziehen mir jetzt nicht, wer weiß, wie die Hosen aus. Das ist auch ein ganz krasser Unterschied, weil wenn ich natürlich dann da sitze und überall natürlich eine übelste Klatsche bekomme, dann ist natürlich klar, dass das nicht so viel Spaß macht. Klar. Ich Natürlich. guck mal gerade, was hier. Kleinen Moment. Doch, ich muss noch vier Mauerbrecher bauen, die dann die Mauern des Gegners verhauen. Oh, ich weiß, meine Reime sind total, oder meine Reime sind total schlecht, aber ich kenne noch einen besseren. Ich werde dieses Bild hier einblenden. Ich sage nichts dazu. Ich sage dir nur, Flo, ich sag dir, kleinen Moment. Ich hoffe, ich krieg's noch rauf. Ich hab's noch auf der Pfanne. Und zwar, Jetzt. yeah. This is, ja, yeah, this is a poem. My name is Dave. That makes no sense. Microwave. Und jetzt kommt's. Warte, warte, warte. Da saß natürlich gut, okay, ja, egal. Das hat sich einer tätowieren lassen. Das Was? hat sich einer tätowieren lassen. Also wie Mein gesagt, Gott, ich werde Alter. euch das Bild hoffentlich eingemacht haben, wie auch immer, wo du echt sagst, gut, okay. Also du kannst auch andere Leute mit sowas zum Lachen bringen. Aber wenn du natürlich dann am Strand irgendwie die Lachnummer bist, ist natürlich auch ein bisschen schade. Ja, Ja, also ja. sowas gibt es. Also, Krass. und das sah, ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, Photoshop, aber ganz ehrlich, das sah ziemlich echt aus. Also, das war nicht so mit Paint so. Nee, also das sah ziemlich echt aus. Ich guck mal gerade, ob Okay, wir krass. noch. Kriegen wir noch ein. Nee, ich mache jetzt erstmal einen Cut und dann seht ihr uns aber später gleich wieder. Ich wünsche euch was. Bis gleich. So, und da sind wir wieder, da wir, ja, da ich beziehungsweise wieder einen Boost habe. Ah, nee, obwohl, das wäre nicht so toll. Ja, da haben wir uns überlegt, ah, über was könnte man quatschen? Über was könnten. Oh. Oh, der sieht nicht schlecht Oh. aus. Hossa die Waldfee. Das ist ziemlich nett. Das geht. Das geht ziemlich ins Gesicht des Gegners. Hier räumen wir Jo. erstmal hier außen auf. Aber wie gesagt, über was könnte man reden? Und die Sache ist halt einfach die. Vorteil ist natürlich bei uns, ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas in die Jahre gekommenen Ja, YouTubern. natürlich. Ist ja natürlich die Sache die, was war bei euch anders, beziehungsweise was war bei uns anders, als es bei euch momentan ist. Also zum Beispiel, mein erstes Handy war zum Beispiel nicht unbedingt ein iPhone, sondern das war das stylische Sagem oder Sagem, das kann man nennen, wie man möchte, das ist auf jeden Fall trotzdem Kacke, aber egal, damit habe ich angefangen. Das war, vielleicht finde ich da sogar noch ein Foto, dann würde ich das gerne auch mal verlinken und ja, damit habe ich angefangen. Und was war denn dein erstes Handy, Lichtle? Ja, jetzt komme ich schon mit Jetzt kommt schon, ne? Lichtle an. Oh Mann, kleine Schleichwerbung. Abonniert den Wir haben nichts Lichtle. gehört. Nee, was war dein erstes Handy? Womit hast du angefangen? Also mein erstes Handy war das Nokia 3510. Das war dieses Warte, blau-orange, ne, warte, kennst du das? warte. Warte, warte, warte. 3510? Das war so Ja, dunkelblau vorne und stimmt. hinten und Und hatte da, seitlich stopp. so Und da orange. gab es, genau, richtig. Und dann gab es aber davon auch das 3510i. Und das hatte sogar schon ein Farbdisplay. Ah, okay. Okay, also ich glaube, ich hatte noch das Schwarz-Weiße, für ich weiß. Ja, ich weiß, aber genau, Oder? Ah, nee. blau, Ich du hast schon recht, aber hatte schon das Farbdisplay. das war blau und dann ja, oh, ey, geil, was, stopp, 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 müssen wir uns aufschreiben. So, und zwar 35, ey, ich finde das total geil, das ist total geil, weil ihr seht dann einfach mal ein paar Bilder dazu.
mit welchen Krücken wir uns doch den Tag irgendwie verdorben haben, wie auch immer. Ich weiß Übel. nicht, überleg mal, dieses Handy oder solche Handys würden doch garantiert mittlerweile gar nicht mehr auf dem Markt zugelassen sein, weil die Nee, doch aber weißt du garantiert was? Weißt du, was ganz strahlungsmäßig. bestimmt die Handys noch haben? Oh. Akku. Die wären Ah, noch das voll, wenn man stimmt. sie Ja, finden genau, würde. überleg mal, du hast, genau, irgendwie, du hast dein Handy hinter der Couch verloren oder sowas. Da gibt es doch auch so ein paar Sprüche dazu, wa? Ich habe mein Handy nach 2 Jahren irgendwo gefunden, unter der Couch oder sowas. Und was war? Ich habe 3 Mitteilungen und mein Akku ist um die Hälfte leer. Hoho. Nee, also das ist echt übel. Die Sache ist aber auch die, muss man einfach mal sagen. Was hat man mit dem Handy machen können? Ich meine, klar, man konnte Eichhörnchen erschlagen, aber das war es auch schon. Also ich sag Ja. mal, viel konnte man damit nicht machen. Aber jetzt kommt der Knüller und das, oh, ich weiß es nicht. Das ist heute irgendwie so ein total innovatives Video. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist heute. Aber ich muss euch das jetzt einfach mal zeigen. Und zwar habe ich für mein Handy, ich muss das jetzt einfach mal anmachen. Und ich halte es mal in eine Facecam. Ich habe, es ist kein Scheiß, ich habe eine App, wo du direkt das Nokia-Handy auf dem ja auf dem Display siehst und wo du dann Snake spielen kannst. Ja, Und nice. das ist ziemlich prall. Und die Sache ist die, wir waren ja jetzt gerade auf einem Familientreffen und glaubt's mir oder nicht, ich meine, klar, der Guso ist natürlich immer der, der die Stimmung hebt. Aber ganz ehrlich, diese App war natürlich mega geil. Natürlich musste diese App natürlich von jedem erstmal runtergeladen werden. Also jeder, der noch so dieses Snake-Zeitalter kennt, mega geil. Und so eine Sache sind es halt. Also da erinnert man sich dran zurück, so, oh, ich muss einfach mal gestehen, ich plaudere jetzt voll aus der Trickkiste, aus dem Nähkästchen, nicht aus der Trickkiste, aus dem Nähkästchen. Ich habe dafür wirklich mal einen Tritt gegen Schienbein kassiert für besser sein als jemand anderes bei Snake. Und zwar Oh. mein Kumpel Murdoch, aka Matthias, der hat mit mir in der Gymnasiumzeit war das, also ja, also bei uns ist das so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, kann ja sein, dass ab 5. bis 10. ist, aber bei uns ist es so gewesen, ab 7. Klasse bis 10. Klasse war Gymnasiumzeit und ich bin dann abgegangen, weil ich halt eine Lehrstelle hatte und da habe ich mit meinem 5110 von Nokia mit ihm mich immer gebettelt, wer ist der Bessere und so weiter und so fort und dann ist man eben zur Schule gekommen und hat sich schon den ganzen Schulweg gefreut, weil anrufen konnte man natürlich nicht, weil man hatte natürlich keine Flat. Klar. Also jeder hat ein Handy, aber keiner konnte anrufen, weil ich habe kein Guthaben. So. Und dann hat man da gesessen. So. Und dann habe ich als SMS geschrieben, Rekord oder neuer Rekord. Ich weiß nicht, was da bei Snake angezeigt wurde. Also Rekord und dann diese Zahl halt. Und dann habe ich eine gefakte Zahl runtergeschrieben. Eine schlechtere. Ich habe in Wirklichkeit irgendwie, was weiß ich sage jetzt mal, ich hatte 1100 geschrieben. Somit war ich knapp unter ihm. Und er hat sich natürlich total gefreut. Und dann zeige ich ihm halt den richtigen Rekord, den neuen. Und da hat er mich getreten. Er hat mich übelst gegen das Schienbein getreten. Oh, Und shit. oh, ich dachte auch, Alter, boah, krass, jetzt kriege ich Kloppe dafür, dass ich besser bin. Und ja, der Gusua musste früher. Nein, das heißt, ich musste nicht übelst einstecken, aber ja. Aber so eine Sachen bleiben einem einfach hängen. Ja, natürlich, Und klar. ja, also, ich glaube auch, also ich habe mittlerweile, glaube ich, auch mein. Oh, ich weiß nicht genau, aber ich glaube mal, das 8. oder 9. Handy werde ich auf jeden Fall haben. Ich habe in der Ausbildung habe ich dann mal direkt auf der Straße, echt jetzt ohne Witz, habe ich auf der Straße ein 6210 ja, gesehen und dachte mir auch, ihr kennt diesen typischen Moment. Ich war mit einem Moped unterwegs, mit meiner Simson cool in Selo City. Fahr schön auf der Straße lang und denk mir, oh, da liegt was. Und wisst ihr selber, guckt man hin, ist natürlich irgendwie nur Kaugummipapier, obwohl man natürlich dachte, wieder ein 10-Euro-Schein. Nein, 10-Euro-Scheine gab es da nämlich noch gar nicht. So. Richtig. Und ja, ich dreh um und denk mir, ja, das sieht ja eigentlich aus wie ein Nokia-Handy. Und ey, das war ein Nokia-Handy. Und
das krasse Ding war, das Ding lief sogar noch. Ich meine, klar war natürlich noch Akku drauf, klar. Logisch. Das hätte auch noch irgendwie drei Wochen später gelaufen. Und das war die Zeit, da hatte ich nämlich schon regulär mein 5110. Und dann aber dieses in Anführungsstrichen Business-Handy, das war mega prall. Also damit warst du ganz schnell die Nummer 1. Und oh, das konnte so viel, weil die Sache ist die, ihr seid das jetzt schon gewohnt, euer Handy kann, was weiß ich, wie viele SMS speichern, da gibt es gar keine Begrenzung, sage ich mal. Die gab es früher. Also in einem Stimmt. 5110 konntest du gerade mal, ich glaube, 10 SMS speichern. Und ich habe einen Kumpel, der hat sich seine SMS, die er dann sich mit seiner Freundin zusammengeschickt hat, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber die er dann ganz toll fand, hat er dann einfach aufgeschrieben. Das heißt, er hat sich wirklich per Hand, hat er sie, nicht mit dem Computer, nein, nein, Ja, nein, 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 hat er sich die das. per Hand rausgeschrieben, seine SMS. Und da hast du echt überlegt, kann ich jetzt die SMS für die andere SMS löschen? Und ja, sowas habt, Ja, das also war in schon so einer früher so. Situation seid ihr halt gar nicht. Aber ja, Ja. so arm sind wir aufgewachsen. Und ich meine, wir sind auch groß geworden. Aber jetzt, ich meine, wir konnten uns sozusagen relativ schnell in dieses Technologie-Zeitalter einfügen. Aber da versteht man irgendwann dann mal, wie sich unsere Eltern fühlen. Weil ich sag mal, mein Vater kann den Computer nicht anmachen. Er weiß nicht, wie es geht. Und ich habe ihm jetzt gerade TeamViewer installiert, dass ich ihm überhaupt mal zeigen kann, wenn er zum Beispiel, wenn ich irgendwas bei eBay ersteigern soll, dann mache ich das gerne für ihn, das ist gar kein Thema. Aber er weiß nicht, wie er in eBay irgendwas öffnen kann. Und irgendwie wirklich nach 20 Minuten am Telefon bin ich dann irgendwann so genervt, sage ich dann einfach, gut, okay, Vater, lass es einfach. Lass es, Ja, sonst glaube ich explodiert der dir. Computer noch. Ja. Schlimm. Was hast du? Also hast du irgendwelche Technologiewunder oder sowas, wo du sagst, oh, das ist so krass, dass sich das geändert hat oder hätte ich ja nie gedacht. Boah, Oh, das ist eine gute Frage. jetzt Also, wird's ich war damals spannend. schon sehr erstaunt, wo es ganz frisch diese Smartphones rauskamen mit dem Touch-Display und dann plötzlich Ja. hatte jeder so ein Samsung. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Kennzeichnung das hatte, aber das war ein krasses Ding damals, so Touch-Display. Und ja, ansonsten. Ich weiß auch noch, die ersten. Ich komme jetzt Alter, von die ganz ersten weit hinten. PCs. Oh nee, nee, aber da muss ich knallhart, da muss ich ganz klar sagen, mit diesen, oh, die ersten PCs und Commodore und was auch immer, da bin ich komplett weg. Das, weil, Okay. hatte ich nicht. Ich kann euch ganz genau sagen, liebe Leute, mein erster PC war 1998 zu Weihnachten. Und da hatten wir Windows 98 drauf. Genau. Und da war dann halt dieser Button noch drauf. Das werdet ihr definitiv nicht mehr kennen. Jahr 2000. Ich habe keine Zeit. Nein, ich will nicht telefonieren. Egal. Ja, war eine Kollegin. Das ist egal. Da war dieser Button drauf. Und zwar Jahr 2000 geprüft, weil die ja früher alle Angst hatten, oh, jetzt kommt das Jahr 2000, damit können die Computer alle gar nicht umgehen, weil die ja dann irgendwie zwei Nullen dazu stehen haben. Was passiert? Der große Crash, alles, sind die Konten alle dann komplett auf Null und so weiter und so fort. Und da haben die echt damit Werbung gemacht, beziehungsweise gezeigt, oh, hier, unser PC kann das. Jetzt würdest du dir auch sagen, naja, du kannst ja einfach mal die Uhr auf 2000 stellen, mal gucken, was passiert. Ja, schon. Dreht der Rechner frei oder nicht? Aber naja, so weit waren die da irgendwie nicht, beziehungsweise sie haben das einfach als super Technologie verkauft. Ja, und das war mein erster PC. Oh, Okay, ich also hab von. mein erster PC habe ich von meinem Onkel bekommen, das war ein Windows 95. Und ich Okay. weiß nicht, erinnerst du dich irgendwie so an so die alten Bildschirmschoner, wo das so ein Labyrinth war? Ja, stimmt. Und Stimmt. ich habe Ja, den ja, dauerhaft ja. laufen lassen und daran ist der PC verreckt. Oh, er hat ja richtig Leistung gehabt. Brutal. Aber jetzt komme ich. Ich bin besser. Und zwar, ich habe mir als GT5 rauskam, nicht GTA 5, GT5. Das war ja auch irgendwie Ja. 2 Jahre vorher angekündigt. Und als es dann kam, hatte ich es mir natürlich vorbestellt auf der PlayStation. Und ich habe ein, ja,
Jetzt mag man drüber lachen, aber ich habe einen 60 Zoll Plasma und der, ja, ich gespielt halt über der Nacht 8 Stunden lang und am nächsten Tag merke ich, dass ich Teile von dieser, ja, nicht von der Map, aber vom Drehzahlmesser und auch von der Rundenzeit eingebrannt hatten. Und ich dachte mir, das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt Scheiße. nicht euer Ernst. Und ja, zum Glück ging das dann wieder weg und ich kann natürlich jetzt auch wieder einen Kampf starten. Aber du stehst erstmal da und denkst dir einfach nur, WTF, ist das jetzt euer Ernst? Das glaube ich dir, ja. Also Heftig. das ging gar nicht. Das ging absolut gar nicht. Ja, da dachte ich echt, oh nein, bitte nicht. Also, da hatte ich auch wirklich Angst. Da hatte ich wirklich Angst, weil ich Angst hatte. Ja, das trifft's am meisten, glaube ich. Klingt logisch, ja. Ja, ich hatte Angst wegen der Angst wegen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier. Ja, aber so, ja, so eine Technologiewunder oder auch zum Beispiel hier ein Navigationssystem. Jeder hat das mittlerweile in seinem Ja. Handy. Also, ja, das gab es früher Oder nicht. weißt du das noch, wo früher bei den Handys Internet gab und dann alle immer so, nein, ich bin auf Internet gekommen. Ja, Jetzt kommt die Riesenrechnung. stimmt, genau. Und da gab es auch mal irgendwann ein Facebook-Bild zu. Früher hast du dich drüber geärgert, dass du auf Internet gekommen bist und es funktioniert hat. Heute ärgerst du dich, dass das Internet nicht geht. Ja, also die Richtig. Zeit hat sich halt ein bisschen geändert. Also das ist echt Ja, übel. ja. Das ist richtig übel. Ja. Ja, Es aber ist das schon stimmt. Also krass. das war, und dann wurde das eben auch anders abgerechnet. Das wurde in einem Bereich, früher war es dann so, oh, hier ist auch ganz nett. Komme ich hier rein? Ich habe aber die Queen leider nicht. Aber ich glaube, wenn ich Gut. hier den Bohrer würde ich gerne noch mitnehmen und dann gehe ich von hier rein. Und zwar war es so, dass ich, oh, ich darf das nicht vergessen. Ich darf das nicht vergessen. Ich darf jetzt nicht den Faden verlieren. Dann wäre das richtig fail. Was wollte ich sagen? Ach, genau. Und zwar war die Abrechnung zuerst pro Minute. Irgendwie beim Handy Datentarif und später hier mit GPS und sowas ging das dann nach Datenvolumen. Und da war das dann halt schon in Anführungsstrichen ein bisschen mehr fair, weil du hast ja in einer Minute, also guck mal, was ihr jetzt mittlerweile in einer Minute machen könnt. Da könnt ihr, ja, da könnt ihr ein anderes Land eliminieren. Alleine in dem Datenstrom, den ihr da irgendwie durch die Leitung ballern könnt, da geht einiges. Aber in einer Minute ging früher gar nichts. Also gefühlt 0, nichts. Und davon noch die Hälfte. Und ja, Ja. das ist mittlerweile anders. Also wirklich, mittlerweile ist es so wirklich, was kriegst du in einer Minute gemacht? Komm, da kriegst du ein Video geöffnet, da kriegst du mehrere Bilder, da kannst du dich fünfmal totlachen in der Zeit. Aber das war Ja, das ist früher schon krass, nicht. ja. Ja. Und Oder gerade das auch war schon früher echt gab es ja übel. keine so, was wollte ich jetzt sagen? Früher gab es ja diese DSL-Ports und so mit dem PC. Also früher hätte YouTube gar nicht existieren können. Ich meine, wer hätte sich schon leisten können, Videos hochzuladen? Ja, und es war auch so, das wisst ihr auch nicht mehr. Ich meine, das hat ja nun mit meiner Arbeit auch nur zu tun, mit dem DSL und sowas, weil ich ja nur Telekom oder für die Telekom arbeite. Da ist es natürlich auch so, früher war die Bereitstellung, schlag mich bitte nicht, aber um und bei hat die Bereitstellung vom Anschluss, das war, glaube ich, schon im Euro-Bereich, und zwar waren das um und bei 100 Euro, dass du einfach DSL haben konntest, dass dir das überhaupt erstmal freigeschaltet wurde. Und ja, dann Krass. hattest du, kleinen Moment, das hat angefangen mit 345, glaube ich, von der Geschwindigkeit. Also nicht mal eine Tausender Geschwindigkeit. Jetzt ist Standard so 16.000. Und dann ist das später hochgegangen auf sagenhafte 1000 Kilobit. Da waren sie alle total heiß und dachten sich, boah, in den Bereichen können wir ja gar nicht rechnen. Ja, und mittlerweile, ja, also ich habe eine 50.000er und ich sag mal so, die läuft. Ja. Aber das ist jetzt auch eigentlich nicht das Ende der Fahnenstange mittlerweile. Boah, Das stimmt auch wieder.
so ein Thema, das kann man ja. Ihr seht, also ich blühe da voll auf. Jetzt ist es aber schon fast echt ein bisschen sehr lange. Außerdem möchte ich natürlich dem Flo auch die Chance geben. Und deswegen müssen wir dieses Video jetzt erstmal abbrechen. Wenn euch das aber gefallen hat, schreibt es bitte rein. Also wenn euch sowas interessiert in dem Bereich, hey, haut's rein, dafür sind wir da. Wir sind einfach zum Entertainen da. Und wenn euch das entertaint, dann haut rein. Und ihr dürft natürlich auch gerne beim Flo vorbeischauen, weil der macht relativ coole Videos zu COC. Und ich glaube auch, Vainglory, wenn ich Genau, das wegen nicht Glory auch, ja. ganz, ganz, ich habe das Spiel zwar noch nie gespielt, aber ich weiß, dass er dazu irgendwie was macht. Richtig. Ja, schaut da mal vorbei, wenn euch das gefällt. Und wie gesagt, der ist 21 und der hat einen stärkeren Bartwuchs als ich. Ich wollte es ja nur mal so gesagt haben. Also, ich wünsche euch Jawohl. was. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleibe auch so, wie ich bin. Und dann ist das schick. Ich wünsche euch was. Haut rein.